So, und jetzt macht man einfach die Luke wieder zu. Das mache ich auch aus Erde, weil Erde werden wir später genug haben. Gerade wenn wir das jetzt gleich alles abroden. Und dann geht's einfach, ja, weiter runter. Müssen wir auch gleich nach oben gehen, erstmal neue Spitzhacken machen. Die geht hier auch gleich kaputt. Ich versuche mal, ich rund und nudel die noch ab halt, ne? So. Zack. Zack und zack. Na, guck an, da ist Eisen, Leute. Da ist Eisen. Und das Rauschen wird übrigens immer lauter. So, das ist immer zum Vorteil, wenn man dann auch mal guckt. So wie hier jetzt. Da ist bestimmt noch mehr. Ja, da ist noch mehr. Das ist jetzt mein Glück, was ich habe. Prima. Oh ja, schön. Da ist auf jeden Fall jetzt gleich eine Schaufel drin. Da werde ich mir auch gleich zwei Schaufeln machen. Ja, das, da oben ist noch mehr. Fast übersehen. Ist da noch mehr? Ah, ich muss mal unbedingt mal eben eine Fackel setzen, weil ich sehe gar nichts. Okay. Also da haben wir jetzt alles mitgenommen. Seht ihr, Leute, da ist jetzt nichts mehr. Also wir können jetzt hier wirklich weiter nach unten. Vielleicht finden wir ja noch mehr. Also wir werden noch mehr finden, da bin ich absolut überzeugt von. Gerade in den neueren Minecraft-Versionen, da ist ja wirklich das Eisenvorkommen ordentlich. So, jetzt ist das Ding auch kaputt. Wir haben keine mehr. Und ab nach oben, neues Werkzeug machen und das Eisen schon mal schmelzen. Wir haben 7 Eisenblöcke ergattert. Das ist erstmal gar nicht so viel. Da hatte ich in anderen, ja, Spielphasen, sage ich mal, so ein bisschen mehr erhaschen können. Aber ist nicht schon mal in Ordnung. Das wären jetzt 7 Schaufeln, die wir auch brauchen werden. So, dann machen wir gleich das Eisen da prima rein. Genauso wie die Kohle, die können wir da reinmachen. Neue Fackeln nehme ich erstmal noch, obwohl, komm, können wir dann auch noch gleich machen. So viel geizen müssen wir nicht. Nehme ich 7 Stück davon. So, dann machen wir das eben mal schnell, dass wir noch ein paar neue Fackeln uns bauen. Ja, zack. Und da haben wir nämlich schon wieder 31. Und prima. So, dann können wir natürlich eine Runde pennen gehen schon mal. In der Zeit, wo das Eisen schmelzen tut. Dass wir gleich den neuen Tagesanbruch, ja, voll ausschöpfen können. Mit dem ersten Eisen, was wir jetzt hier haben. Klasse. Das heißt, ich werde mir hier sofort, so schwer es mir fällt, weil jeder, der weiß, wenn ich mein Let's Play mache, meistens immer der Geiz sichern und wirklich immer rum. Aber wie gesagt, das ist jetzt hier Let's Build und da geht es mir tatsächlich doch eigentlich eher um, ja, Geschwindigkeit natürlich. Deswegen bin ich jetzt mal so frei und habe mir einfach mal hier so 2 so eine Dinger da gemacht hier. So, das packe ich jetzt erstmal alles. Ich sortiere das jetzt. Das machen wir alles später, Leute. Hier das Sortieren und so. Das ist alles jetzt erstmal nebensächlich. Das nehme ich mal noch mit. So, hier, das kann weg hier. Oh, ganz durcheinander. So. Okay. Und es geht raus. Zack. Und jetzt erstmal gleich wieder zu unserer Baustelle. Und dann geht das nämlich auch schon los, dass wir nämlich wirklich mal das ganze Zeug hier frei machen werden. Da könnt ihr das mal wunderschön erkennen, wie das schon aussieht. Wir werden dort hinten anfangen, das Ganze zu ebnen. Ich werde erstmal nur die Außenkanten ebnen. So. Ja, das geht doch schon deutlich schneller. Prima. Ich glaube, das müsste sich jetzt so um 200 Blöcke, 256 Blöcke handeln, die wir jetzt damit abroden können. Mal 2 natürlich. Oder sogar 500. Das weiß ich jetzt nicht. Da müsste man in den Minecraft-Wiki gucken. So. Erstmal so viel dazu. Ja, das muss natürlich dann auch noch freigelegt werden hier. Ja. Erstmal wegnehmen den ganzen Kram. Ich versuche wirklich erstmal nur das Nötigste wegzunehmen. Hätte ich Dynamit, könnte man es auch sprengen. Und hätte man World Edit, würde es ganz schnell gehen. Ja, haben wir aber nicht, ne? Wir machen es ja hier ganz brav im Survival. Ich krieg Angst, Leute. Ich krieg wirklich Angst. Ich weiß nicht, wie man das hier noch hinbekommt. Also, mal schauen. So, hier war jetzt irgendein Problem, glaube ich. Irgendwas war da. Oh Gott, jetzt ist das auch noch 4 hoch. So, so. Das kann ja was werden hier.
So. Dürfen wir nicht durcheinander kommen. Erstmal wegnehmen hier. Einfach querfeld ein hier reinbuddeln. Jetzt habe ich natürlich keine Spitzhacken mehr gebastelt, ich Trottel. Weil dann hätte ich auch gleich die Sachen hier wegnehmen können. Müssen wir außen rum bauen. So, hier drin kann erstmal bleiben. Das nehme ich noch weg. So, zack. Erstmal so komplett runter hier. Zack. Ja, wer will fleißige Handwerker sehen, der muss zu den Game-Gespenstern gehen, die hier lustig Minecraft spielen. Ja, so. Das ist ja hier Höchstarbeit hier. Aber die ist ganz effizient hier, die Eisenschaufel. Die macht gut alles weg. Wie man hier erkennt, prima. Das lichtet sich ja langsam. Also zum Glück ist es nicht so viel. Das hätte auch wesentlich schlimmer kommen können. So, jetzt ist sie auch schon kaputt. Also wie ich vermutet habe, etwa 500 müssten es gewesen sein. 500 Blöcke. Mag man gar nicht glauben. Aber naja, so ein Block hat ja auch nur einen Meter mal einen Meter. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Hier erkennt man übrigens prima in dem Texture Pack den Unterschied. Das ist Clean Stone und das ist hier der normale Cobblestone. Ja. Müssen wir mal schauen. Eigentlich würde ich sagen, sieht der Clean Stone im hauseigenen von Mojang, das Default, eigentlich besser aus, als jetzt hier in diesem smoothigen Pure BD Craft. Aber mal schauen. So, ich werde jetzt mal eben mal Looky Looky machen, um mal zu gucken, wo jetzt hier das Problem liegt. Also wir haben jetzt hier erstmal die Gerade bestehend, das muss man sich immer wieder vor Augen halten, das sind jetzt erstmal 6 gewesen, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau, ein Abstand, zwei Abstand und ein Fenster, das ist richtig. Dieses Fenster, das wird ja dann zentriert, das heißt, da kommt da eins hin. Hier sind die Abstände kleiner als da, das ist bis jetzt erstmal richtig. So, 1, 2, 3 ist hier auch richtig, das ist nämlich die Kante von dem Treppenhaus. Dieses Riesending hier ist das Treppenhaus und das müssen wir auf der anderen Seite jetzt genauso machen. Also das heißt, es geht 3 rein. Dann müssen wir eben nochmal kontrollieren, ob auch wirklich 3 hier drin sind. Weil wenn man sich am Anfang verbaut, ja, dann hat man meistens schon die Arschkarte. So, gucken wir mal von der Außenlinie. 1, 2, 3. Ja, das sind sogar 3. Nur irgendwie sieht das anders aus als... Ich glaube, ich weiß auch, woran das liegt, weil der nicht versetzt ist, oder? Nee, weil der Turm anfängt. Deswegen sieht das anders aus. Seht ihr, Leute? Der Turm. Das heißt, wir sind noch gar nicht fertig. Wir sind noch gar nicht fertig, weil jetzt kommt nämlich der Turm auf der anderen Seite. Bestehend aus 4. 1, 2, 3, 4. Okay. Also, da müssen wir jetzt irgendwie... Wo ist, haben wir Bruchstein bei? Ja. So, da müssen wir jetzt hier nämlich... Oh Gott, das wird ja noch länger. Ja, da hilft jetzt alles nichts. Das heißt, hier würde es jetzt weitergehen. An der Ecke. Mit dem Turm. Leute, das wird ein Riesending werden hier. Jetzt stört das alles hier. Das muss weg. Und das muss auch weg. Also hier gehen jetzt erstmal, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, gehen da jetzt 4 rein. Naja, dann nehmen wir das mal weg hier. Ja. Zack. Ja, ich muss mir gleich unbedingt meine neue Steinspitzhacke machen. Dass wir den ganzen Krempel da mal wegnehmen. Ja. Leute, das wird was hier. Das wird was. Jetzt muss alles weg. Komplett. So. Zack. Ja, ist für euch natürlich ein bisschen langweiliger, Leute, aber ihr könnt froh sein, dass wir hier noch an der Erdoberfläche sind. Wartet mal ab, bis wir hier auf, Cleanstone-Farming gehen. Das wird erstmal langweilig werden. Also, ihr müsst es dann theoretisch in die Kommentare reinschreiben oder auf Facebook oder so oder sonst hier, um einfach mal zu sagen, wie es dann jetzt aussieht im Endeffekt. Ob ihr das langweilig findet oder nicht. Die meisten werden wieder sagen, nö, weil du quatscht uns ja eh so gut zu. Und dann ist das so halt, ne? So. Prima. So, dann werden wir mal schauen. So, hier war jetzt die Kante gewesen. Und jetzt geht's tatsächlich... Ah, das kommt mir ein bisschen sehr groß vor irgendwie. 1, 2, 3, 4. Nee, das ist aber richtig.
So, das würde quasi hier der nächste Block kommen. Und jetzt hier wieder 4. Wo ist er hier? Hier. Ah. Und jetzt wieder 4, das wäre dann... Ah, schade, jetzt bräuchte ich mal hier so ein Ding. Ich brauche mal eine Spitzhacke hier, so eine Steinspitzhacke. Das nehme ich noch mit. So, ich will hier hoch, ich will hier hoch. Wo ist denn mein Haus? Da hinten. So. Lalalala, das nehmen wir auch mal alles mit hier. Später wird das hier unser Acker werden. So, was wir mitnehmen, nehmen wir mit. Prima. So, hier können wir gleich schon mal ausladen hier. Das ist erstmal alles Erde, die wir erstmal nicht brauchen. So, das brauchen wir noch, das brauchen wir noch. Eine Erde kann weg, Erde kann weg, Erde kann weg, das kann weg. Das heben wir auf. So, dann brauche ich jetzt als nächstes eine Werkbank. Und ich werde mir gleich wieder mehrere machen. Machen wir ruhig mal. Warte mal, eine, zwei, drei. Ich werde mal vier mal mitnehmen. Ich glaube, das schadet nichts. Vier nehme ich mal mit. So. Prima. Und das sollte eigentlich ausreichend sein. Oh, und es dämmert auch schon wieder. Später Nachmittag hier. Naja, vielleicht kann man ja das auch noch mit dem Turm da mal so ein bisschen fertig bekommen. Wäre cool. Hallo Hase. Na? So, huch, hier ist ein See. Ja, wo ist denn jetzt hier mein Blingsbums hier? Da mein Fundament. Muss man hier erstmal immer hinlaufen. Später sehen wir es deutlicher. So. Okay, haben wir hingekriegt. Das heißt, wir können jetzt auch wirklich schon anfangen, hier den ganzen Kram hier wegzunehmen, der hier überflüssig ist. Das machen wir später natürlich auch. Ich mache es erstmal nur im Groben, dass wir hier nicht durcheinander kommen. So, hier sind, wie gesagt, diese drei, die ja dann den Abstand gewährleistet bekommen haben von mir. Plus die vier, eins, zwei, drei, vier, den werde ich aus Kabel machen. Vier einmal freilassen, so, und jetzt kommen wieder vier dazu. Das heißt, die gehen jetzt erstmal weg. Manche Leute fragen sich, was macht der da eigentlich? Ja, Leute, das kann ich mir vorstellen. Also, wenn ich das mir jetzt hier angucken würde und ich würde nicht wissen, was ich baue, dann würde es mir wahrscheinlich genauso gehen. Dann würde ich auch fragen, ja, was macht der da eigentlich? Ja, kann das sein. So, eins, zwei, drei, vier. So, und es geht weiter. Zack. So, und jetzt haben wir hier vier. Prima. Ja, jetzt müssen wir hier rein. Das ist jetzt quasi die Kantenlänge. Die beiden weg. Na, ich mach gleich drei weg. So, was war am Hammer? Und jetzt geht's hier weiter. Mit dem nächsten. Eins. Zwei. So, übrigens, das ist jetzt hier die... Das können wir ja markieren. Von hier bis da hinten irgendwo ist eine Seite. Also, Leute, es wird groß. Es wird scheiße groß werden. So, jetzt geht's dann hier rein. Das muss weg. Das wird ein Spaß. Lalalala. Oh, und es wird dunkel. Ich versuche mal die Dunkelheit ein bisschen auszunutzen und hoffe, dass nicht zu viele Monster ankommen. Wobei eine Spinne nicht schlecht wäre, könnte man angeln gehen. Was auch nicht verkehrt ist. So. Oh. Ach, Wasser haben wir hier auch schon. Da kommen wir sogar noch in Problematik mit Wasser. Das kann auch passieren. So. Zack. So. Lalalala. Ja, da können wir gerade ein bisschen schwimmen gehen. So, okay, also, dann haben wir gesagt, wir wollen hier erstmal noch weiter reingehen. Das müssten ja dann logischerweise auch vier sein. Das nehmen wir wieder weg. Den nehmen wir weg. Den nehmen wir weg. Das muss alles weg hier. So, und der kann auch weg. Der kann weg. Der kann weg. Und der kann weg. Der hübsche Theorit. So, da ist die Kantenlänge. Das heißt, die Kantenlänge geht jetzt hier weiter. Wo ist er? Hier. Zack, zack.
Müssten 4 sein. 1, 2, 3, 4. Der kann logischerweise da bleiben. Der wird ausgetauscht. Und die beiden noch weg. Na, habe ich ja fast richtig gemacht. 3, 4. Zack. Der bleibt, wie gesagt, da. Der geht weg. Der geht weg. Ja, der geht natürlich auch weg. So. Schwupp. Und somit haben wir hier das zweite Treppenhaus erledigt. Jo. Eindeutig. Prima. Dann haben wir das Treppenhaus auch. Hier kommen die Fenster rein. So, dann geht's weiter wieder mit... diesem Stein. Das müssen jetzt wieder 3 sein. Ach du liebes bisschen. Schade, jetzt ist das kaputt. Naja, da kann ich jetzt leider nichts dran ändern, aber ich kann schon mal reinsetzen. Das ist ein bisschen blöd jetzt, weil das würde jetzt quasi hier wieder mit 3 weitergehen und dann würde quasi diese Linie jetzt hier nochmal hier lang in die Richtung kommen. Das ist jetzt natürlich, wäre klasse, wenn wir World Edit hätten, weil dann könnte ich diesen Absatz hier einfach komplett kopieren und einfach hier einfügen. Das wäre natürlich optimal. Aber es geht ja nun mal eben nicht, weil wir wollen ja nicht cheaten. Wir wollen das ja tatsächlich alles im Survival machen. Und auch wenn ihr mich jetzt für bekloppt hält, später werden dann Leute sagen, wow Junge, ich bin stolz auf dich, da hast du so eine tolle Sache verbracht. Die wahrscheinlich anstrengend ist, weil jeder kann ja probieren, das mal nachzubauen. Und ja, ne? Das ist übrigens sehr monsterarm hier, finde ich, aber bin ich auch ganz zufrieden. Somit gehen die mir hier nicht auf die Eier. Kann ich aber erstmal pennen gehen. Und das ist doch eigentlich schon mal ganz gut. So, aber ich glaube, ich werde jetzt gleich mal ein kleines Päuschen einlegen. Also ich bin jetzt hier immerhin, also wenn die Uhrzeit jetzt hier richtig stimmt, ich habe hier so einen Counter bzw. einen Timer, der zeigt mir 68 Minuten und 6 Sekunden an. Das heißt, ich werde bei 70 Minuten... werde ich hier pausieren und dann werde ich mir nämlich mal rüber zu meiner Kaffeemaschine wandern und dann werde ich mir dann nämlich erstmal einen leckeren Kaffee machen. Das brauche ich dann jetzt erstmal. Und ja, dann geht das natürlich weiter hier mit dem ganzen Spaß. Ich bin mal gespannt, wie es dann weitergehen wird. Eine Aufnahme-Season, die werde ich hundertprozentig weitermachen. Nur da warte ich jetzt, wie gesagt, erstmal ab, bis ich mein Käffchen da durchlaufen lassen habe, weil ein kleines bisschen Pause wollte ich mir schon gönnen. Und ja, dann schauen wir mal weiter. So, in der Zeit mache ich aber nochmal kurz was, bis es auf so, dann mache ich mir nämlich hier so, weil ich wollte mir nämlich unbedingt nochmal eine neue Eisenschaufel machen, die ich wirklich brauche. So, und nee, jetzt mache ich erstmal einen Kaffee. So Leute, ich pausiere an dieser Stelle und mach mal eben einen Kaffee, wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich auch wieder. Ja, Kaffee erhöht das Denkvermögen, heißt es so schön. Also geht's gleich weiter an die Arbeit. Ich habe mir hier so eine schöne Eisenschaufel gemacht und damit kann ich jetzt erstmal das Ganze da ein bisschen wegschaufeln. Den ganzen Kram. So, müssen wir mal schnell mal hier schauen. Bing. Wo war ich stehen geblieben? Hier irgendwo. Genau, dann geht's hier rum. Da. So. Und dann wollten wir nämlich hier reingehen. Was ist das jetzt für eine Linie? Muss ich wieder nachdenken? Oh Gott, ich muss immer so viel denken, Leute. 3, aber ist auch richtig, ne? Ja. Ist das jetzt die Außenlinie? Ja, ist die Außenlinie. Ja, dann muss das hier weg. Lalalala. Und wir buddeln so schön. So. Zack, zack, zack. Ist ja quasi alles weg. Ja, ich bin wirklich richtig glücklich darüber, dass wir nicht ganz so viel roden müssen jetzt an Bäume und so, weil das hätte noch länger gedauert. Und ist ja nicht so, ich meine, es hetzt ja keiner, ne? Aber das ist schon ein bisschen nervig dann, wenn du wirklich nur Bäume abmachst oder so. Deswegen hier so ein bisschen Erde mal wegschaufeln, das ist noch alles im grünen Bereich. Und wie gesagt, das ist hier nah am Spawnpunkt, das ist schon wirklich in Ordnung dann, also das ist schon korrekt, finde ich gut. So. Zack.
Ja. Eins, zwei, drei, vier, korrekt. Und das ist hier drei. Das heißt, der geht weg. So, und dann kommen jetzt hier die dahin. Die gehen weg. So, genau. Und jetzt geht es dann quasi hier weiter runter. Und jetzt müssen wir nämlich zählen. Und wenn mich nicht alles täuscht, waren es sechs gewesen. Die hatte ich mir gemerkt. Das ist hier quasi der erste. So, das heißt also 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Prima. Da kommt der dann jetzt da rein. Der geht weg. Jetzt kommen wir hier ein bisschen mit dem Wasser hier. Wir haben ein Problem mit dem Wasser. Okay, das lässt sich jetzt nicht vermeiden. Das müssen wir jetzt einfach fluten. Was soll's? Müssen wir später dann trockenlegen oder so, weil ansonsten haben wir erstmal da nass halt, ne? So. Das geht weg. Das geht weg. Das geht weg. Plopp. Ich nehme auf, ihr seht immer alles gleich mit, weil das alles kostbare Materialien sind, die wir später noch verbauen müssen. Ja, jetzt geht's weiter. Das muss alles weg hier. Bisschen blöd, dass wir jetzt hier mit dem Wasser hier haben. Kann sein, dass ich den trockenlegen muss. Warte ich aber erstmal ab. Weil ein bisschen Wasser schadet nie, wie wir wissen. Will ich später auf jeden Fall auch benutzen. Aus dem Grund, ja, lassen wir das. Oh, schön, ja, da ebnet sich das Ganze schon ein bisschen. Okay. Na, das sieht doch gut aus. Da kommen auch schon die ganzen Blümchen zum Vorschein. So. Damit können wir ein bisschen was anfangen. Ich hoffe, das waren jetzt auch sechs gewesen. Nicht, dass ich mich hier verzählt habe. Aber hier müssen drei sein. Nee, das kann eigentlich nur sechs sein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ja, exakt. So, jetzt müssen wir dann... der bleibt frei. Und jetzt geht das wieder los. Eins und zwei. Der bleibt. Eins und zwei. Der geht weg. Moment. Kommt hier auch gleich das Wasser. Der bleibt. So. Plupp. Genau. Geil. Der bleibt. Er bleibt. Der bleibt. So, jetzt müssen wir den austauschen. Da kommt jetzt wieder so ein Block rein. Okay. So, und jetzt kommen wieder zwei von denen. Das sind quasi die Zwischenräume. So, der bleibt. Eins und zwei. Der bleibt. Eins und zwei. Der bleibt. Eins und zwei. So, jetzt müssen wir zählen, dass wir nicht wieder durcheinander kommen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. So, und dann müssten hier wieder Sechse hinkommen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So, hoffentlich habe ich mich nicht verzählt. Der ganze Quatsch, der geht jetzt hier erstmal weg. Ne? So, ja. Ja, so. Schwierig hier. Wirklich schwierig. Da müsste es theoretisch dann ja drei hier wieder reingehen. Überlege ich gerade nur, ob das clever ist, es so zu machen. Eins. Ja, habe ich das jetzt so gemacht oder habe ich das nicht so gemacht?
mit der Kante. Ich glaube, ich habe das anders gemacht. So habe ich das gemacht. Genau, 3, dann geht der weg.